Ich würde sagen, wir gehen rein bei kein Konzept. Monte ist ehrlich zu uns. Okay, let's go. Kein Konzept, Monetarisierung ist weg. Also würde es mich auch freuen, wenn ihr folgendes checkt. Gaming Car und die Kids wollen mehr. Das ist Twitch. Wir sind ja nicht wegen deinem krassen Aim hier, sondern wegen der Unterhaltung. Ja, das freut mich zu hören, weil hier sieht man keinen Pro-Play. Ah, das ist die Folge 100. Wie kommt er da drauf? Hier und da ein paar Jumpscares. Also muss man schon sagen, also sein Intro und sein Outro sind Baba. Ein Outro ist, Bruder, schon sehr geil. Fühle ich auch zu 100%. So, perfekt, super. So, also, das war hier Twitch am Limit 68. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön an kein Konzept, dass wir auch drin sind. Geil. Okay, wann bin ich mal bei kein Konzept drin? Klaus an kein Konzept. Sehr nett. Geiles Video. Sehr stark wieder. Schön, gut. Wie macht er das? Dass die so schnell instant die Sachen hochladen kann. Teilweise aus dem Stream, der gerade gestern passiert ist. Schaut er jeden Stream oder hat er ein komplettes Team? Geil, Digga. Das würde mich aber auch interessieren. Oh, echt geil, Digga. Also wenn du das hier hörst, kein Konzept. Wenn du mich hier hörst, ohne Witz, ich würde auch gern wissen, wer bei dir dahinter steckt. Ich würde auch gerne dieses Rätsel aufdecken. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann sich Hugo noch eine Scheibe von abschneiden bei kein Konzept. Ne? Ganz ehrlich, aber sensationell, ohne Scheiß. Ich habe jetzt gerade die Nummer hier von kein Konzept. Hallo? Hallo? Hungriger Hugo und kein Konzept! Ach, so sieht er aus? Die sind einfach aus wie Brüder. Real Talk, das sind einfach Brüder, Digga. Re-Rap war ganz funnies Video. Das war ganz witzig. Weshalb ich mich dafür entschieden habe, ich möchte nicht mehr bei irgendwelchen Clip-Compilations zu sehen sein. Krass, wie oft die das einbauen. Das ist schon heftig. Danke für alles. Und danke YouTube für 8 Strikes damals, als mein Kanal fast gelöscht worden ist. Danke an denjenigen, der mich für einen Monat gehackt hat. Danke an YouTube, dass mein Kanal wegen einem Fußclip gelöscht wurde und eine Woche später wieder da war. Danke, dass eine Woche danach meine Monetarisierung weg war. Und danke, dass mein letztes Video wegen Cybermobbing gesperrt wurde. Oh Mann, der Arme. Ich find's aber auch krass, wie beweglich Monte ist. Der kann einfach sein Fuß an sein Ohr halten und so. Ich kann das gar nicht. Ich bin überhaupt nicht... Ah, oh mein Gott. Hat mir fast meinen Arschmuskel gerissen. Jungs, wir haben sie nicht nur geratiot, wir haben sie innerhalb von 2 Minuten geratiot. Kuss, Chat! Kuss! Ihr seid die Besten. Big Ratio. Heißt nicht Ratio? Nein. Kennst du die Werbung noch? Ja. Wo immer so Zwillinge da waren und dann so gute Preise? Gute Besserung. Die Nummer 1 in der Apotheke. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Nein. Ich schwöre, es sieht aus wie Lachs. So. Du stehst halt jeden Tag so vor dem Spiegel und betrachtest dich so selber, weil du schön findest oder so. Ich gebe dir einen Tipp, zieh lieber Tüte über den Kopf, dann daten dich viel mehr Mädchen. Ich hab nein direkt gesagt. Warum würdest du sie nicht daten? Die ist nicht mein Typ. Hübscher als du, Junge. Okay, dann ist doch gut für dich, nicht für mich. Das ist ein Evertraum, der hübsch ist. Was sagen Sie als Außenstehende dazu? Also ich kann dazu gar nichts sagen, ehrlich gesagt. Weil das ist traurig, ehrlich gesagt. Guck mal, würdest du ihn zum Beispiel daten? Er benimmt sich besser als er. Oh. Was findest du traurig? Ja, was soll ich sagen? Deine Stirn aus wie den Hubschrauber Landeplatz. Digga, ich dachte, der wäre jetzt so ganz normal, so ein korrekter. Was ein Typ, Digga. Der kam böse unerwartet. Alter, das, der gibt mir so ein bisschen Vibes von Upper Red to Prime, oder? Next Level hochgenommen, ist so. Und jetzt alle. Und jetzt alle, Chat. Habe ich gefühlt. Und herzlich willkommen bei Karmananda ganzheitlich. Heute geht es um das Thema Stimmungsschwankungen.
bleibt mein Fressen, Digga. Da. Ach Gott. Digga, ich kann auch kommen jetzt. Ja, zieht sich schon. What the fuck? Ey, was ein Voice Crack. Danke für deine 5 Gifte. Bruder, das kann. Bruder, das kann doch nicht so ernst sein, Mann. Tschüss. Ich würde ungern stören, aber nach Ihrer ausführlichen Analyse bezüglich des Backwerks, was würden Sie empfehlen? Der ist auch so gut, der Typ. Sie zum Essen einladen? Bro muss Lies. Was? Was? Bro muss los. Ah, okay. Lul. Wenn ich erkältet bin, habe ich auch immer miese Voice Cracks. Bruder, aber das schien ja nicht erkältet zu sein, so. Ich wusste nicht, wie es jetzt weitergeht. Sie hat ja gesagt, einen wunderschönen guten Tag. Oh, jetzt hab ich's verpasst. Darf ich Sie zum Essen einladen? Ich wusste nicht, wie es jetzt weitergeht. Sie hat ja gesagt, einen wunderschönen guten Tag. Dürfte ich ein Bier nach draußen bekommen? Schaut los, dann, gell? Erster Geschmack dachte ich gleich scheiße. Befürchtungen erhärten sich. Der Geschmack kommt. Sag mal so, ich bin erstmal ein bisschen beruhigt. Ich bewerte nicht gern schlecht. Ich hasse es, schlecht zu bewerten. Ich sag jetzt schon, ich kenne Holger, seine hässliche Fresse. Das wird keine gute Bewertung bekommen. Nicht besser als letztes Mal. Schmeckt ganz anders als letztes Mal. Auch dieser Spieß ganz anders als letztes Mal, als ich hier war. Würde sogar sagen, ein bisschen besser. Ken Holger, seine hässliche Fresse. Nicht besser als letztes Mal. Entschuldigen Sie, tragen Sie eine schwere Last mit sich herum? Do you carry a huge weight? Ach so. Ja, ja. Dann möchte ich das Gespräch abbrechen. Auf Wiedersehen. So, Herr Moffat. Meine Stimme ist so schon hoch. Das lang ersehnte Dokument, wo drauf steht, dass sie ein sind. Denn lieber Muff, deine Songbewertungen waren ja völlig für den Arsch, Digga. Das kannst du dir nicht ausdenken. Moment, gehen wir rein. Okay, meine Couch, eine 9 von 10. Okay, gut, 10 von 10, okay. Eine 6 von 10, du Huchton? What the fuck? Digga, wie kann man dem Song eine 4 von 10 geben, Digga, wenn man vorher ein Jizzes eine 10 von 10 gegeben hat, Digga? Das ist einer der heftigsten Songs aller Zeiten, vor allen Dingen, weil er zusammen mit Tupac und Biggie ist. Ja, Mann. Aber 10 von 10, Alter. RIP. Eine 9 von 10, Digga. Und er gibt Jizzes Raf Camora und Bones eine 10 von 10, Digga. Das ist eine 11 von 10, Digga. Ich möchte noch mal eine Sache ganz kurz sagen. Dieser Song hat eine 0,5 schlechtere Bewertung als Tupac und Biggie. Der Song ist so bewertet wie Tupac und Biggie, ne? Also da hört es dann auch wirklich auf, Digga. Digga, eine 1 von 10. Ja, das ist doch Troll, Mann. Du musst dir vorstellen, der kriegt eine 7 von 10, Digga. Und Tupac und Biggie zusammen kriegen eine 4 von 10. Und da ist mir der Sack geplatzt. Wie kann man dem Song eine 9 von 10 geben, Digga? Was, wie lange die schon zusammenhängen? Meinst du? Meine Eier. Warte ganz kurz, war kein Problem. Mein Bruder. So, Musik wieder an. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt. Klicks, ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos. Sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nichts verpasst. Meine Clips, so ein geiles Produkt. Täglich neue Videos, denn ihr kriegt nicht genug. Also Big Mac Money Ronson. So zu, Mann. Ey, gutes Video, echt gutes Video. Musste schon ein paar Mal gut lachen bei dem. Also, kein Konzept. Wann bin ich mal bei dir dabei? Wann bin ich mal drin? Huch.